Von mir aus könnt ihr ihn an Schindler verlegen. Oder abboxen. Mir ist das vollkommen schnurz. So, jetzt kann ich mal das lesen, was du alles geschrieben hast. Denn Advent Children ging immer noch gut 7 Jahre nach dem Sieg über Sushi World. Ach stimmt, Sushi World. Du warst das. Da das aber noch nicht passiert ist, denke ich an Prequel von Advent Children. Also, ich könnte jetzt sehr, sehr deep gehen, aber zum Schluss von Remake kämpfst du gegen diese Schatten-Morrowind-Gegner mit einer eine Pistole, einer ein Schwert und so weiter und einer mit Fäusten. Die passen sehr auf Kadarj und seine Brüder. Und wie gesagt, Sephiroth weiß Sachen, die passiert sind in Advent Children. Also ich gehe davon aus, dass Sephiroth versucht, alles so zu machen, dass er nicht stirbt in Advent Children. Also er weiß, was passiert ist, meiner Meinung nach. Er weiß, was passiert ist in Advent Children. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Art Fortsetzung irgendwie ist. Aber gut, wenn wir alles noch sehen. Jeder hat seine Theorien, gehe ich davon aus. Also, und wie gesagt, ich habe Rebirth noch nicht fertig gespielt. Ja, genau das. Ich spoiler nicht, ja. Wahrscheinlich werden meine Theorien noch zerstört, aber ja. Das sehe ich dann, wenn ich hier fertig bin. Jeder hat seine Theorien. Wir sehen's. Und es kann sein, dass ich mich total irre. Will ich nicht. Es kam mir nur so vor bis jetzt. Sagen wir es mal so. Barrett würde sowas niemals tun. Oder? Ich sag's ja nur ungern, aber die Beschreibung war ziemlich eindeutig. Also ich glaube fest an ihn. Nicht mehr lange, dann wissen wir mehr. Bei Kurven immer ein paar Meter früher driften. Ja, okay. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber ich. Mein Problem ist, ich vergesse zu driften. Beim Rennen immer etwas auf der Schiebe, das ist früher. Und tschüss! Eigentlich würde es. Okay. Werde ich gerade von Blue-Igeln hier. Das war's dann! Weiter geht's! Was getötet? Wo kommen wir denn hin? Wo kommen wir denn hin? Kann das auch nur sagen, weil ich jedes Rennen auf Platz 1 abgeschossen habe. Respekt, Respekt. Also wie gesagt, ich bin in meisten Spielen nicht der Renntyp, aber ich nehme mir deinen Vorschlag zu Herzen, falls ich mich wieder an die Rennen rantraue, was ich bestimmt irgendwann will machen, weil ich eigentlich alles auch will abschließen, so gut es geht. So. Gucken wir mal, wo der Vogel denn hin ist. Glaub mir, das macht's dir einfach leichter. Ich glaub's dir. Komm schon! Also ich sage, ich habe keine Erfahrung von diesem Rennen. Und das ist nicht meins. Eigentlich in den meisten Spielen. Ich
find's aber cool, wenn sie solche Minispiele wie hier Schokobo-Rennen einbauen, weil es war ja auch in der Vergangenheit drin. Das ist sehr cool. Aber es ist meine Stärke. Kacke. Das war mein Fehler. Klassiker halt. Yes. Das war's. Und tschüss. Gott, ich hasse diese Gegner. Jetzt weiß ich, was ich hier der Gegner gehasst habe. Allein, also auf meiner Einzelnen. Ich hab genug. Ausgezeichnet. Ich sollte mehr wieder mit meinen Fertigkeiten arbeiten. Das ist keine große Sache. Aber ja. Vogel. Allzu lange mache ich leider auch nicht mehr heute. Also heute Mittag. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend nochmal rankomme. Mal gucken. Sehen die restlichen Leben aus. Aber ich beschwere mich immer, dass es kein klassisches ATP gibt. Ist schade für mich, weshalb sie eher... Ich verstehe, was du meinst. Ich mochte die alte Art und Weise auch. Das gute alte JR-Kampfsystem. So gesehen. Aber ich verstehe aber auch, dass sie es umgeändert haben, um die neue Generation mitzunehmen. Halb Senior, dann bin ich auch halb Senior. Ich habe das andere ja auch gespielt als Kind. Und tschüss! Verzieh dich! Und tschüss! Zieh dich schwach! So, Impuls hier. Keine Chance! Verdammt! So, ich muss doch mal einmal stehen hier. Nach dem Einsatz von Wasserodem. Jetzt! Ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe dich komplett. Würde ich auch interessant finden. Keine Kommen. Ich habe sogar kurz gedacht, das wäre so damals im Remake, weil da ja stand, das neue Kampfsystem oder altes oder irgendwie sowas, aber ja. War ja nicht der Fall. War jetzt Feuer? Es wird heiß! Jetzt war's, okay. Sehr gut. Dings, bringen wir's hinter uns! Das erste nicht schlecht. Schwimmen ja, mein Trinken könnte ich sehr auch mal benutzen. Ich finde es nicht gut, dass der Vogel mich nur dauernd zu neuen Gegnern bringt. Muss mich nachher wieder an meine Trophys schmeißen. Hab mein Ziel für dieses Jahr fast erreicht. Was ist denn dein Ziel? Ich bin ja kein Trophy-Hunter, aber was ist dein Ziel? Ich finde es immer sehr interessant, wie Leute
die Geduld haben, Gruppenwechsel nicht möglich, okay. Die Geduld haben, das zu machen und alles. Das war's. Die Geduld und der Ehrgeiz so rum haben. Das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. Gott, ey. Was? Junge! Respekt! Ziemlich schwach. Das war's! Ich besitze, keine Ahnung. Vielleicht Stimmteam? Ich hab keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich besitze nicht viele. Sehr gut. Na dann. Ich hänge gerade bei 170. Junge. Ich guck das jetzt. Es interessiert mich. Elf. Sind halt die 11, ne? Sind ja fast 117. Fehlen nur noch 116, dann bin ich mit dir gleich. Das geht ganz schnell. Hier. Wir verfolgen einen Mann, der im Saucer um sich geschossen hat. Sie meinten, der Täter hätte einen Gewehrarm gehabt. Verstehe. Das warst nicht du, oder? Nicht persönlich, aber... Sag schon, was ist? Der Mann, den ihr sucht, heißt Dein. Er war mal mein bester Freund. Es war vor 4 Jahren. Der Reaktor in Coral war gerade in die Luft geflogen. Dein und ich sind vor Ort gewesen, um die Lage zu checken. Dann auf dem Rückweg. Ich verstehe das nicht, Barrett. Wieso lässt sich von Shinra keiner blicken, obwohl das so eine Riesenexplosion war? Woher soll ich das bitte wissen? Wie auch immer, die anderen im Dorf müssen das erfahren. Was zum... Nein! Barrett! Dein! Was ist hier los? Shinra hat uns aus heiterem Himmel angegriffen. Die wollen uns die Schuld für den Unfall zuschieben.
und alles vertuscht. Oh nein! Kümmert euch um das Dorf. Es kann doch nicht. Oh Mist! Marlene und Eleanor, wir müssen zurück. Komm schon! Vergiss es. Im Aufgeben warst du schon immer König. Los jetzt! Ja, verdammt! Was macht ihr denn da, Amateure? Die Sache mit dem Reaktorunfall darf sich auf keinen Fall rumsprechen. Also nehmt's mir bitte nicht übel. Ich konnte zwar fliehen, habe aber eine Menge Blut verloren. Als ich dann umkippte, hat mich zum Glück Sheeran gefunden. Ohne den wäre ich heute nicht hier. Aber mein Arm war nicht mehr zu retten und ich schrie nach Rache. Also ersetzte ich ihn durch das hier. Gilt das auch für dein? Sieht ganz danach aus. Hätte ich doch bloß gewusst, dass er lebt, dann wäre das alles. Dein will sich also auch an Shinra rächen? Keine Ahnung. Ich habe ihn zwar am Tatort gesehen, aber eigentlich ist dein kein Typ, der sowas macht. Unschuldige, zieht er nicht rein! Ich muss unbedingt mit ihm reden. Es gibt was, das er wissen muss. Na, worauf warten wir dann? Sieht einladend aus. Ja, 11 sind auch schon nicht schlecht, danke. Ich muss dazu sagen, ja, ich versuch's ja auch nicht zu sammeln. Wenn ich das erreiche in einem Spiel, bin ich mega glücklich. Freue mich so krass meistens. Aber es ist meistens nicht ja mein Ziel, das stimmt. Und deswegen kann ich auch, glaube ich, stolz auf meine 11 Trophäen sein. Meine letzten paar Spiele waren sowas wie Cyberpunk, Fallout 4 und so weiter. Also auch etwas, wo man ein paar Stunden dran sitzt. Da sitzt du echt lange dran. Besonders wenn du Platin haben willst. Deswegen 11 Zufallsplatinen sind mega. Das Fallout und Cyberpunk, echt, da musste ja echt. Fallout 4 muss ich auch noch immer durchspielen. Cyberpunk auch. Weil mein Haufen der Schande von Spielen, die ich durchspielen muss, ist sehr hoch.
Und es kommen immer wieder neue Sachen. So. Barrett. Oh, du hast die noch nicht gemeistert. Dann wechseln wir noch nicht. Fallout 32 Stunden für Platin. Cyberpunk 70. Fuck, ey. Krass. Ist... Ich glaube, 32 Stunden, das ist schon krass. Weiß jetzt nicht, wie groß Cyberpunk ist, aber Fallout kenne ich ungefähr die Größe. Krass. Respekt. Also, ich wollte... Darf ich jetzt... Ich darf die Gruppenmitglieder wieder wechseln, okay. Nehmen wir mal Barrett rein. Und ich habe gesehen, Red 13 muss auch noch die Fähigkeit seiner Waffe lernen. Nehmen wir mal die beiden rein. Aber hab selber eine, wo ich mega stolz drauf bin. Okay, welche denn? Das war's! Nicht übertreiben! Jetzt kann ich dir das sagen! Avalanche Credo gelernt. Asche zu Asche. Witcher 3. Kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht so einfach war, ja? Ach so, deswegen habe ich nicht gelernt, weil ich nicht so oft mit Red 13 in die Rechtschaffhaltung gehe. Aber Barrett hat seine jetzt gelernt, ne? Yes. Das heißt, er kann auch sein neues Gewehr ranmachen. Also das hier finde ich jetzt so krass, ne? Das sieht einfach so übertrieben krass aus. Natürlich, sein klassisches ist auch cool, weil es einfach aussieht wie eine Gatlin. War meine erste und immer noch seltenste. Krass. Mehr TP. Und hier. So. Wie lange hast du dafür gebraucht? Weißt du das noch? Per Zufall. Ganz sicher hier? Absolut. Lasst mich allein mit ihm reden. Aber... Okay. Uff, gute 105 Stunden wegen zwei Durchläufen. Oh Gott. Fuck. Aber Respekt an dich, dass du das geschafft hast. Nicht schlecht. Ist hier nix, ne? Ich kaufe mir noch eine Frost für späterhin, für mal Cloud noch zu geben. Hier war ich, glaube ich, auch schon lange gekommen. Oh ja, hier war ich schon echt lange nicht mehr rein. Einmal auf Einfuhr und einmal auf Todesmarsch. Also, ich gehe davon aus, ja, Todesmarsch wird wohl das Höchste dann sein. Mehr TP ist immer gut.
So, wie viele Punkte hast du noch, Barrett? Nicht. Und ich klingt gut für Barrett. Uff, hab das Brett schon fast verdrängt gehabt. Yep. Ich muss zugeben, ich mochte das im Remake lieber, das Aufwertungssystem. Wie man bei mir auch bemerkt, ich vergesse sogar manchmal dieses Brett. Nehmen wir mal das. Definitiv, ja. Ich mochte das so vieles mehr. Ich finde zwar die Synchro-Attacken sehr cool, muss ich auch sagen. Aber ja, es erinnert mich zu sehr an Final Fantasy X und ich mochte dieses Aufwertungssystem mit Final Fantasy X auch nicht so. Wer das entwickelt hat, das falsche Zeug geraucht. Ja, da gebe ich dir auch recht. Cloud. Ich habe nicht mal die Geduld, mir alle Sachen anzugucken. Ich bin einfach auf irgendwas und denk, ach komm, nimm's, weißt du? Das ist das Schlimme auch an diesem Brett. Irgendwann bist du auf irgendwas drauf und du denkst einfach, komm, nimm's. Hast eh jetzt keinen Bock, an dir alles anzugucken. Also jedenfalls ich mal. Wenn ich sage, dass das alle so machen. Alle haben, es gibt bestimmt Leute, die da total den Weg haben, den sie gehen wollen. Aber nee, ich mache einfach so, guck mir ein paar Sachen an, lese, ob es mir gefällt. Wenn es mir gefällt, mache ich es, lerne ich es halt und ja. So. Und los geht's. Mit Barrett auf dem Schrottplatz. Wusstest du, dass es lore-mäßig sogar einen Soldat gibt, der Sushirut ebenwürdig oder fast schon überlegen ist? Oh. Ich überlege gerade. Kommt mir irgendwo bekannt vor. Als hätte ich die Info schon mal gehört oder gelesen oder... Boah. Weiß ich gerade nicht auswendig.